Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Diablo 4. In der letzten Folge haben wir uns aufgemacht zum Ritter und dem Vögelchen, beziehungsweise zu dieser Quest. Und da werden wir jetzt auch weitermachen. Den Ritter haben wir schon mal gefunden. Seid ihr Vigo? Ich wurde geschickt. Ich bin mir ganz sicher. Sie hatte Hörner wie ein Tier, spazierte genau hier vorbei. Und meine Mutter ist da drin mit ihr gefangen. Ihr habt sie durchgelassen, Herr. Solltet ihr da nicht für ihre Sicherheit sorgen? Wir haben Soldaten drinnen stationiert. Um die solltet ihr euch auch sorgen. Vielleicht könnt ihr mir helfen. Ja, können wir. Übrigens, dass die Karte mal angeht, das tut mir leid. Aber ich mache immer das Mikrofon aus, wenn so eine Zwischensequenz kommt. Und warum habe ich jetzt schon wieder Musik im Hintergrund? Also das scheint ziemlich verbuggt zu sein, weil die Musik einfach nicht weggeht. Die eigentlich gar nicht drin sein durfte, weil die komplett ausgestellt ist. Natürlich aus lizenzrechtlichen Gründen. Was führt euch nach Velesna? Meine Mutter und ich studieren die Horadrim. Wir sind auf etwas Großes gestoßen. Aber dann verschwand sie. Es sieht ihr nicht ähnlich, die Jagd aufzugeben. Warum ist diese Mine versiegelt? Ich muss hier schon über die Musik drüber schreien. Ich weiß nicht, ob die bei euch auch so laut ist. Die Minen sind auf Befehl der Kirche geschlossen. Sie sind nicht sicher. Besonders nicht für Kinder. Ah, endlich. Wir können uns wieder auf die Quest konzentrieren. Vigo! Mutter Oberin Prava hat mich geschickt. Hat sie das? Ja. Die gehörnte Frau ist die Dämonin Lilith. Nein, das kann nicht sein. Meine Mutter hat mir diesen Namen gesagt. Ihr sprecht von der Tochter des Hasses. Hat Prava mich erwähnt? Sie war doch nicht wütend, oder? Hier steht mehr auf dem Spiel als eure Stelle. Ach. Kommt schon. Bringen wir es hinter uns. Also diese Grafikfehler, die triggern mich ja noch so ein bisschen. Ne? Aber ich meine, gut, das Spiel ist heute rausgekommen. Erwartet nicht zu viel am ersten Tag, weil wir nehmen natürlich schon einige Folgen heute noch auf. Dementsprechend, ja, da kommen jetzt doch wieder welche. Moment. Ich glaube, ich habe eben meinen Wirkungsgrad vergrößert. Kann das sein? Scheiße, ist das geil. Okay, er ist links rumgelaufen. Ich möchte aber hier vorne die Sachen noch eben kurz haben. So. Nicht mit mir, mein Freund. Nicht mit mir. Teuflisches Folio. Oh, Moment, was können wir hier verschlossen machen? Ah, ja, das war das mit den Schlüsselsammeln. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das hingekriegt hatte beim ersten Durchlauf, also in der Closed Beta. Die verdammte Winde lässt sich nicht bewegen. Wir müssen zu Fuß gehen. Jo, war ja klar. Passt auf! Das ist der Anhänger meiner Mutter an eurem Handgelenk. Er gehört jetzt mir, Mädchen. Eure Mutter gab ihn mir, als ich sie und ihre Begleiterin ziehen ließ. So, dann kommt mal mit. Wir gehen zu Fuß. Hier, glaube ich, war das Ding kaputt, oder? Nee, da kann man durch. Loser Stein. Okay, also, das sieht mir nach Sackgasse aus, aber wir gehen trotzdem mal hin. Ach, halt, nehme ich mit. Bleib dicht bei mir. Sagt der Herr, den man beschützen muss. Na super. Vielleicht sollten wir zurückgehen und die Ritter holen.
Und meine Mutter die ganze Zeit über in Liliths Obhut lassen? Nein, ich gehe weiter. Genau. Außerdem haben wir hier 5 Skelettkrieger an meiner Seite. Also an unserer Seite. Das schaffen wir schon. Ich gebe zu, ich war nicht ganz so positiv eingestellt, als ich die Zauberin gespielt habe. Obwohl die auch sehr, sehr geil war, muss man dazu sagen. Nur ich fand, es dauerte damit immer sehr viel länger als jetzt hiermit. Jetzt müssen wir hier hoch, ne? Das irritiert mich, weil ich dachte, dass eigentlich schon vorher Gegner da waren. Das ist Sackgasse, ne? Dann gehen wir da erstmal als erstes hin. Oh, Hallöchen! Mal alles einsammeln, wenn er denn den Kopfschutz nehmen würde. Reliktschädel, was ist das denn bitte? Das war aber, glaube ich, nichts. Reliktschädel-Fokus schaltet beim Wiederverwerten ein neues Aussehen frei. Ach so. Die Blockade muss sich weiter unten befinden. Ja, ich weiß, hier mussten wir ganz viel durchlaufen und einiges machen und auch durch das Reden hat das sehr lange gedauert, das weiß ich noch. Man konnte doch irgendwie die Optik, meine ich, ausschalten, oder? Dass man den... ich kann es jetzt hier nur ablegen. Vielleicht wisst ihr das noch. Oder war das im Profil? Bearbeiten. Nee, da kann ich nur... Genau, ich bin die Glückbringende. Die glückbringende Kämpferin. So. Aber das wollte ich eigentlich nicht machen. Ich wollte eigentlich Dekoration auf eurer Profilkarte. Ja, nehmen wir mal die. Bringt mir zwar nichts, aber egal. Ich wollte eigentlich wissen, ob man die Krone ausschalten kann von der Optik her. Wenn ihr das wisst, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Das hatte ich, meine ich, nicht rausgefunden bei der Closed Beta. Oder ich hatte es rausgefunden und habe es jetzt wieder mal vergessen. Das kann natürlich auch sein. Würde mich nicht wundern, ehrlich gesagt. So, Jungs. Ihr macht einen echt tollen Job. Das muss ich euch wirklich mal sagen. So. Können wir hier noch was einsammeln? Nee. Okay. Gold haben wir auch noch. Da... Warte doch, da kommen wir doch weiter. Weil ich will halt auch wirklich jede Ecke jetzt hier untersucht haben. Und ich meine mich zu erinnern, dass wenn einmal einer tot ist, weil das ja so ein Dungeon ist im Endeffekt, dass der dann auch tot bleibt. Oder hier fängt der Dungeon erst an. Das kann natürlich auch sein. Was ist denn da oben? Moment, wenn der Dungeon hier anfängt, dann gucken wir hier oben nochmal ganz kurz. Dann müsste das ja eigentlich theoretisch eine Sackgasse sein, nehme ich mal an. So. Oder auch nicht, ne? Was ist denn da jetzt noch alles? Ach du Schande. Eieiei. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob wir da jetzt vorher nach oben gegangen sind oder nicht. Ich bin noch nicht bereit. Doch, bist du. Aber hier gibt's viel Gold. Das ist schon mal gut. Was ist denn hier los? Hallo. Du nicht, mein Freund, ja? Das sind meine neuen Freunde. Die können wir hier nicht einfach so beschießen. So geht das nicht. So, genau. Hier ist nämlich dann Sackgasse. Das war's. Aber wie gesagt, wir haben einiges an Gold jetzt hier noch einsammeln können. Das ist natürlich auch nicht zu verachten. Das ist eine Abkürzung. Sehr schön. Ich wollte gerade sagen, irgendwie haben wir hier einen zu wenig, ne? Alle voll aufgeladen. Okay.
Ja, dann würde ich sagen, dann gehen wir mal in den Dungeon rein. Ich glaube, da sind die beiden jetzt auch stehen geblieben. Kann das sein? Ne, die sind schon reingelaufen, wenn ich das richtig sehe. So, wir sind aber nicht reingelaufen, sondern rausgelaufen. Wieso sind wir jetzt rausgelaufen? Wo muss ich denn jetzt hier hin? Ihr verwirrt mich hier. Moment. Wir sind jetzt wieder komplett woanders ausgekommen. Hä? Wollt ihr mich denn hier veräppeln? Da komme ich doch wieder raus, oder nicht? Versperrt. Hier drüben. Ah. Ich kann mich zur anderen Seite durchquetschen. Mach das. Wartet. Nee, nee, mach das. Und weg ist sie. Genau. Ist auch gut. Ein Gegner. Es gibt keinen Kommen. Diesmal kommt der Kampf zu uns. Öffne diese Tür, Mädchen. Ich hab's. Sehr schön. Nehmen wir den noch mit. Oh. So, sind wir wieder vollständig? Ja, ne? Sehr geistesgegenwärtig. Sicher. Natürlich war das geistesgegenwärtig. Moment, ist die Sense besser als meine? Ein bisschen besser. Zweihandsense. Ja gut, haben wir jetzt auch eine Zweihandsense. Sehr schön, eine Truhe. Aua! Geht's noch? Das war eine Falle. Sozusagen. Warum sollte eure Mutter euch zurücklassen? Das würde sie nicht tun. Oder sie hätte es nicht tun sollen. Ich bin sicher, sie hatte einen guten Grund. War ein Schutzschild oder was? Ach so, okay. Die verdammte Mine stürzt ein. Ja, wenn ich hier so wüte, ist das ja irgendwie kein Wunder, oder? Ich habe kaum noch Essenz. Du hast noch genug Essenz. Geht da eigentlich auch? Nee, da geht keine Essenz runter, wenn ich das mache, ne? Nee. So. Das ist aus dem Einsammeln. Dürfen wir hier keine Klamotten und kein Gold liegen lassen, ne? Ich habe ja schon gehört, Gold ist Mangelware in diesem Spiel später. So, wo sind wir denn jetzt? Kämpf mich doch mal! Ich habe kaum noch Essenz. Ja, dann lauf halt weg. Lass die anderen Jungs mal die Arbeit machen hier. Ist nicht schlimm. Können wir hier auch machen. So. Warum war da jetzt noch ein Schutzschild, obwohl der schon tot war? Das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Ich werde hier nicht sterben. So. Nein, 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 nein. War ja so doof, musst du unbedingt weiterlaufen. Moment. Achso, ich dachte gerade, wir hätten einen weniger. Hier drüben. Eine Öffnung. Los! Ja, 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 ja. Achso, da war nichts mehr.
Ich hatte gerade nur gesehen, dass ich nicht vollständig geheilt war. Lass mich doch einfach erstmal gucken hier. Gut, wir haben es geschafft. Der Tunnel ist geschlossen. Ohne Winde sitzen wir hier fest. Seht, da ist sie. Die Winde oder die Dämonen? Moment, wir gucken erstmal kurz hier. Was ist los, Nerel? Diese Statue, das ist sie, wie ich sie gesehen habe. Lilith. Wir müssen meine Mutter finden. Ja, aber da konnten wir nicht so einfach runterspringen, glaube ich, ne? Bin mir gerade nicht sicher. Ach, hier geht's rüber. Moment. Da. Immer noch vollständig, genau. Vollzählig? Ja, ich glaube, ja. Verstehe nur nicht, warum die immer aus dem Boden rausgekrabbelt kommen, drüben, aber... Die Winde. So. Hier können wir nichts machen. Endlich. Unser Fluchtgefährt. Oh, Hölle. Ein Dämon. Hier? Getötet. Was ist geschehen? Vielleicht von den anderen 200 Dämonen getötet, die wir eben schon getroffen haben? Ich weiß es nicht. Wir brauchen Verstärkung. Nein, wir... Was war das? Das kam von jenseits des Tors. Ja, dann auf, auf. Ach so, andere Seite. Nein. Die Eskorte. Sie sind alle tot. Ach, der war das. Da drüben. Glaube ich, ja. Wer hat das getan? Eine Frau. Vigo, es war eine der Frauen, die ihr geschickt habt. Nur, dass sie kein Mensch war. Sie war ein Dämon, wie die Statue. Sie behauptete, die Mutter Sanctuarius zu sein. Es war ein verdammtes Blutbad. Die andere Frau, Vennard, wo ist sie? Sie flehte um ihr Leben. Lilith verschonte sie, führte sie tiefer hinein. Gebt auf, Mädchen. Sie ist verloren. Vigo, ihr müsst mir zuhören. Der Stahl hat nichts genützt. Zauber, Gebet, alles nutzlos. Geht nach Korvala. Erzählt es Brava. Alarmiert die Armee. Den Vater, das Böse selbst, kommt auf Sanctuario zu. Tut es für mich. Er ist tot. Ich bin verloren. Eure Mutter hat mir gesagt, dieser Tand würde Glück bringen. Und ich habe ihr auch noch vertraut. Sie hat euch damit bestochen, oder? Ihr hättet sie überhaupt nicht durchlassen dürfen. Aber es ist noch nicht zu spät. Sie kann noch gerettet werden. Nicht von mir. Nicht mehr. Prava wird wissen, was zu tun ist. Ihr verlasst uns? Lasst sie im Stich? Da gibt es nichts mehr im Stich zu lassen. Sie ist so gut wie tot. Tut mir leid, Männchen. Er hat uns wirklich einfach verlassen. Jetzt liegt es an uns. Ja, aber wir sind ja zum Glück nicht alleine. Wir haben ja noch 5 große Krieger mit dabei. was war das? Das können wir auch noch irgendwie mitnehmen. So, dann springen wir mal rüber. Was ist das? Lilith zeigt... kann nicht weit sein. Darf ich lesen? Danke. Lilith zeigte die hässliche Wahrheit über unseren Kosmos. Den ewigen Konflikt. Seit jeher kämpfen Engel und Dämonen um die Herrschaft. Über die gesamte Schöpfung. Zu welchem Zweck, fragte ich. Und sie lachte nur.
Ja, das Thema hatten wir ja schon mal. Von wegen Engel gegen Dämonen. Nebenbei in meinem Buch geht es über Dämonen gegen Dämonen. Was also, ist das? Da. Lose Fliese und Blutblüten. Wie eure Gedanken rasen. Ja, ich bin Lilith. Mutter von Sanctuario. Tochter des Hasses. Ich habe, was ihr sucht. Ihr dürstet nach Wissen. Ihr habt auf der Suche danach euer Kind durch ganz Sanctuario gezerrt. Nein, ich habe sie gelehrt, wie man überlebt. Ist es das, was ihr glauben wollt? Macht euch nichts vor. Ihr habt Fragen. Ich habe Antworten. Ich kenne das Gefüge des Kosmos. Alles, was ich gelesen habe, warnte mich vor euch. Ihr habt so viel gelesen. Und doch wisst ihr so wenig. Nehmt ihr mein Angebot an? Ich weiß nicht. Lasst ihr es mich versuchen? Ich will es versuchen. Eure Mutter ist am Leben. Sie kam mit Lilith hierher. Wie könnt ihr euch da sicher sein? Manchmal sehe ich Visionen der Vergangenheit. Ich habe sie gesehen. Was? Wie? Liliths Blüten. Ihr Blut wurde mir einst verabreicht. Ich glaube, sie glaubt uns nicht so wirklich. Lose Fliesen, da ist anscheinend nichts hinter. Okay, damit sind wir auch nicht wirklich schneller. Ja, ich habe nur noch abscheulicher gelesen und wusch waren sie auf einmal alle da. Lilith sah eine Möglichkeit, dem ewigen Konflikt zu entrinnen. Sie sagte mir, es hätte mit der Verführung eines Engels, des Engels Inarius begonnen. Ach so, er war ein Engel. Die ganze Zeit über war er so fehlbar wie jeder Mensch. Tja, so ist das nun mal mit Engeln, ne? Und Dämonen und überhaupt. Wir sind alle nicht unfehlbar. Ah, da oben ist was. Gut, ja, da oben ist was. Hallöchen! Hat das jetzt geklappt mit dem Interagieren beim dritten Versuch? Ja, die lose Platte wird mir nicht mehr angezeigt. Oh mein Gott. Lilith ist die Mutter Sanctuarius. Irgendwie spürte ich, dass dies die Wahrheit ist. Als sie es zu diesen Riten sagte, diesen Rittern sagte. Jetzt weiß ich auch warum. Sie benutzte Inarius, um diese Welt zu erschaffen, als Zuflucht vor dem ewigen Konflikt. Okay. Links müssen wir rum, weil ich glaube, wir müssen danach sowieso nochmal nach oben. Oh, Leute, ernsthaft? Das war aber ziemlich geil. Das war so richtig geil. Nein, das wollte ich machen. Mein ganzes Leben lang habe ich nach dem Ursprung der Menschheit gesucht. Und die ganze Zeit war sie es. Aus der Vereinigung von Engeln und Dämonen entstand die erste Generation der Menschen. Sie war mächtig. Sie konnten Berge versetzen und Meere erschüttern. Ja, was müssen wir denn hier machen? Dringend tiefer nach Kazama vor. Okay. So. Können wir auch noch unten rum? Moment, jetzt muss ich aber erstmal... Unten kommen wir quasi wieder zurück. Wir müssen, glaube ich, nach links oben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Sind da nicht noch mehr? Komm.
So, Gold haben wir auch noch. Hat der auch noch Gold? Nee, der hat kein Gold mehr. Okay, hier können wir auch nicht mehr rum. Ah ja, wir mussten später hin, aber die Tür ist noch geschlossen. Das war das Problem. So. Der Schwarze See. Achso. Ich muss das abbrechen. Sagt mir das doch einer. So, da kommen wir aber so nicht rum. Jetzt können wir auch immer noch nicht die Tür benutzen. Ne? Wir mussten irgendetwas auf der anderen Seite machen. Das weiß ich auf jeden Fall noch. Moment, hier war doch noch ein Heiltrank vorhin. Jetzt ist der wieder weg, oder was? Dann ist man mal verletzt. Und dann ist der Heiltrank weg. Na toll. Da hinten kommen wir noch weiter runter. Ich weiß aber nicht, ob uns das jetzt was bringt. Ich weiß, dass ich das ziemlich doof fand, weil das ein bisschen kompliziert war, da runterzukommen. Nee, da kommen wir aber auch gar nicht weiter runter. Ich konnte auch nicht einfach runterspringen. Ich musste hier irgendwo einen Weg nach unten finden. Da, wo die Treppen sind, meine ich. Ah, nee, da komme ich aber woanders hin. Da komme ich doch wieder an den Anfang hin. Dort. Oder ist das doch was Neues? Sie war so stolz, als sie diesen Teil erzählte. Lilith und Inarius zeugten zusammen einen Sohn, Radmar. Er ist ausgesprochen weise und war der Erste, der die Macht der Nekromantie entschlüsselte. Sie sagte, sein Versteck liegt tiefer in... In was? Ich habe einen Fertigkeitspunkt bekommen. Sehr schön. Den setzen wir dann doch direkt mal ein, denke ich. Ich habe sogar schon drei. Ui. Ich hätte gerne... Das war das, ne? Genau, ich hätte gerne das einmal. Und können wir hier unten schon... Ja, sehr geil. Da können wir auch schon was machen. Dornen. Skelette. So, zack. Schadens- und Lebensbonus 30. Lasst ein Knochengefängnis mit Leben aus dem Boden steigen. Verbraucht Essenz. Springt eine Leiche für Gegner in der Nähe Schaden zu. Ich würde sagen, dass wir die auf jeden Fall komplett ausbauen. Dass unsere Begleiter auch richtig Schaden machen. Okay, wo sind wir jetzt? Ich weiß, es war sehr kompliziert, zu diesem See zu kommen. Hallo? So neugierig. Ihr wollt wissen, warum ihr verschont wurdet? Ja. Vertraut ihr mir? Ich möchte es. Gut, für den Moment müsst ihr nur wissen, dass wir meinen Sohn treffen werden. Radmar, den ersten Totenbeschwörer. Das ist er und vieles mehr. Er ist der Schlüssel für mein Vorhaben. Es klingt... Als würden sie nach Liliths Sohn, Radmar, suchen. Mutter, was denkt ihr? Ich denke, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen müssen, weil die Folge mit über einer Stunde viel zu lange ist und dass wir den Rest in der nächsten Folge weitersehen. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.